Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Let's Plays hier von der Terra Life Plus Holzer. Der Stefan ist zwar jetzt schon, hat uns schon verlassen, aber der muss auch wesentlich früher raus als ich. Oder wie, als ich, wie ich? Ewiger Streitpunkt. Aber wir wollten jetzt hier am heutigen Abend noch alles verkaufen, ne? Mal die Milch verkaufen. Oh. Das wird natürlich nichts, ne? Ich hier die Transportplattform drauf habe. Rückwärtsgang finden, ist auch noch so eine Sache, ne? Den richtigen Futter-Tetra-Packs. So, mittlerweile sind es 4.400 Liter. Was, lassen wir mal gucken, wo wir denn die Heumilch hinbringen. Gräser, Silagen, Futter, Futterzutaten, Saatgüter, Produkte. Da müsste doch die Heumilch drunter fallen. Oder? Ich sehe die Heumilchbutter, aber keine. Ah, hier, Milch. So, hier haben wir. Okay, ich denke mal, Mist und Gülle. Ist noch mal weg. So, Heumilch. Käserei. Das ist doch hier unten. Genau. Allerdings gibt es von hier aus ja auch eigentlich keinen besseren Weg als über die Hauptstraße, ne? Kann man gar nicht nur, kann man gar nicht woanders fahren. Als Hauptstraße. Mal gespannt, was wir jetzt gleich kriegen für die 4.400 Liter. Das sollten auch noch mal 3.000 Euro sein oder so, ne? Heumisch. Das wird knapp. Das wird knapp. Das war knapp.
Wir sind da. Jupp. Oh, 4.300 Euro plus Umweltbonus. Wieso kriegen wir denn so viel? Ja, ist gerade auf 900 hoch. Aber liegt auch gerade ziemlich gut im Preis. Haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Na gut. Moment, irgendwas ist hier gerade merkwürdig. Wir sind doch schon im Juni. Eigentlich müsste der Preis runtergehen. Er hängt aber noch hier oben. Na gut. Ja. Ich überlege gerade, was man denn den Tieren füttern müsste, damit sie Tetrapacks geben. Danke für diese Bilder im Kopf. Vielen Dank für die Bilder. Vielen Dank, wie lieb und tief. Es klang jetzt wahrscheinlich in meinem Kopf viel besser als in euren Ohren. So, was haben wir jetzt heute noch zu tun, bevor wir in die Haie gehen? Wir müssen auf jeden Fall noch die Tiere füttern und wir sehen. Stroh reicht nicht mehr so lange. Wir werden am nächsten Tag auf jeden Fall nochmal Stroh einstreuen müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Das werde ich jetzt nicht wieder los. Oh, vielleicht nicht, vielleicht schon. Schauen wir mal. Das stimmt, da hab sogar ich mich erschrocken, Susanne, da hast du recht. Hören wir mal alles zu hier wieder. Oh, knapp, aber geht. Einfach nur den Stefan zu ärgern. Nächstes Mal sagt, hä, nie los.
Das wäre jetzt gemein, ne? Wir müssen jetzt Futter bringen. Gehen wir mal Futter holen, ne? Haben wir ja eigentlich mittlerweile an Eiern. So sieht man ja. Sieht man ja so nicht. Ja, ich gucke. Machen wir auch direkt mal. Na, jetzt haben wir 17 hier drin, wenn danach, wenn, ne, wenn da irgendwann mal, ne, wenn der erste Nachwuchs kommt. Ja, guck mal, die Einzel schon 31 Monate. Ja, passt ganz gut. Ah, 19 Liter mittlerweile. 19 Liter. Naja, ist halt nicht viel, ne? So 20 Hühner. 19 Liter, 19 mal 18 sind 180, 170, 100. Nee. 19 Liter mal 18. Das sind 342 Eier. Boah, dauert noch ein bisschen. Das erste Ei hier kriegen. Herbst dauert auch noch ein bisschen. Lupine ist schon auf 15. Was sagt Hemsen denn hier? Keine Produktion aktiv. Da würde ich sagen, müssen wir hier mal wieder einschalten, ne? Haben wir nur noch 26.000 Liter. Ach, Milch wollten wir hier noch hinbringen, ne? Milch, habe ich eben gesagt, bringen wir da noch hin. Sollten wir auf jeden Fall gleich noch was Milch hinbringen. So, 1 Stunde 40. Dann gucken wir mal, was eine. Was eine Schaufel aus einer Stunde 40 macht. Nicht so hoch, hat letztens einer gesagt beim Kurvefahren. Eine Stunde 40. Fünf Stunden 20. Also aus einer Stunde 40, das wären dann 3 Stunden, aber nicht ganz. 2 Stunden 40 pro Schaufel. Oder? Ne, Moment. Es sind 1 Stunde 40, also bis 5 Stunden 40 wären es 4 Stunden, aber es sind 20 Minuten weniger, also 3 Stunden 40. Ja, aber wir gehen ja jetzt gleich schlafen bis morgen früh um 8. So, bis morgen früh um 8 von 19 Uhr an gerechnet, ne? Und dann von 19 Uhr bis 24 Uhr sind 5 Stunden bis Mitternacht und nochmal 8 Stunden bis zum Frühstück. Sind 13 Stunden. Muss also gucken, dass wir die Zähler auf 13 Stunden hochkriegen. Okay. Und Milch, Wasser, Wasser, Wasser brauchen wir noch.
Wasser brauchen wir noch. So, wer von euch weiß denn, wo wir Wasser für umsonst aus der... umsonst herkriegen, ne? Ist irgendwo eine Wasserentnahmestelle, wo wir Wasser umsonst holen können? 13 Stunden hatten wir gesagt. Das heißt, ne, dann muss da noch eine Schaufel rein. Ne, weißt du nicht? Hoppla. So, weil hier können wir ja eben auch Wasser reinkippen. Und damit, ne, wird das Futter noch ein bisschen realistischer. Das ist die eine Seite. Und wenn wir das Wasser aus dem Bach nehmen, dann ist es auch noch natürlicher. Na? Wo soll ich jetzt hin? Ah. Mein Sack ist weg. Wieso verliere ich hier immer den Sack?
Hier verliere ich den Sack. Runter. Nehme ich wieder auf. Ach ja, hier vorne ist so ein Bereich mit einem Trigger. Pass mal auf, was habe ich denn hier für hier Holzfäller, Gehgeschwindigkeit. Die stelle ich jetzt mal runter. Ja, verliert man trotzdem hier. So, damit ist Milchbonus und Nahrung jetzt zusammen auf 16 Stunden. Guck mal, zwei haben wir noch. Werden wir uns demnächst mal wohl anderes Futter zulegen. Mal eine selbstgemachte Ration erstellen. Oh. Ganz schön viel Mist. So. Wir haben hier eigentlich einen Wasserpass. Wir könnten aber auch einfach ihn hier nehmen. Damit müssten wir ja auch Wasser kriegen. Gehen wir noch mal gucken. Wo kriegen wir jetzt Wasser her? Frage ist, wo haben wir hier überhaupt